150 Kilo! Meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine Essens-Challenge, weil wer essen kann, kann auch Sport machen. Ich habe mir jetzt hier 4 Athleten rausgesucht in allen Gewichtsklassen hier. Leichtgewicht, Kevin, der wird nämlich auf die Bühne gehen, der ist gerade in der Prep, das heißt, der ist top in Form. Ich bin Kevin, aka der erste Muskel und beim Sprint werde ich auch der erste sein. Dann haben wir hier Schwergewicht, Big Fella, Footballspieler. Ich bin Babic, dann nenne mich auch Big Fella. Und wenn ich laufe, dann bebt die Erde. Und dann haben wir hier Mittelgewicht Oscar, einfach Sunny Boy. Ich bin Fitness Oscar und das reicht eigentlich auch schon. Und mich, ich bin mittlerweile auch Schwergewicht geworden, weil 150 Kilo ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ich bin Dodo, man nennt mich auch Wing Hüfte. Und wenn ich einmal in Bewegung bin, dann kann mich gar nichts mehr stoppen. Heute werden wir die Bundesjugendspiele machen. Wir werden testen, wie wir uns schlagen und gucken, ob wir noch die Ehrenurkunde schaffen. Denn früher, als wir in der Schule waren, haben wir immer alle easy die Ehrenurkunde geschafft. Aber wie wird es heute sein? Wir starten direkt mit der ersten Disziplin, 100 Meter Sprint. Übrigens, meine Freunde, dieses Video wird unterstützt von Gymshark. Alle Klamotten, die ich trage, sind von Gymshark. Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr mich und den Kanal damit unterstützen wollt. Und jetzt geht's erstmal los zum Sprint. Ready, set, go! Boom. 150 Kilo, Jungs, habt ihr das gesehen? Kevin, das ist heute leider verletzt, aber ich hab. Ich glaub, du warst vor mir. Abgerissen, Digga. Kleine Zerrung. Ich kenn das noch vom Fußball, wie typisch. Aber das ist keine große Phase, das ist nur kleine Verhärtung oder keine Zerrung. Digga, trotzdem gut durchgezogen, Mann. Ich hätte dich noch gehabt, Mann. Du warst genau neben mir. Vor allem sehe ich, er macht so. Was ist da los? LKW. Leute, so macht man das. Abgerissen wie ein Mann. 100 Meter Sprint gegen mich machen will, 1 gegen 1. Schreibt mir bei Instagram. Gar kein Problem. Nächste Disziplin ist Werfen. Leider haben wir nur einen Tennisball. Optimalerweise bräuchten wir jetzt so einen 200 Gramm Ball, aber das ist hier Low-Budget-Produktion. Deswegen haben wir einen Tennisball am Start. Was sagt ihr zu eurer Niederlage, Jungs? Nur wegen Verletzung, Bruder. Warte mal ab. Beim Weitwurf, Freunde, hat man übrigens 3 Versuche. Wir werfen mit Anlauf. Das heißt ungefähr 3 Meter ab, 3 Meter Anlauf. Zack, zack. Und dann. Ich glaube, ich gewinne wieder. Kleiner Versager. 36 Meter. Schwach. Digga, das tat so weh. Es geht richtig auf die Schulter. Ich kann gar nicht so viel Kraft aufbauen, weil der Ball so leicht ist. Das ist ein bisschen scheiße. Zu weit in die Höhe schmeißen. Ich muss so wie Falcon 9 Rakete, Digga. Das muss so. So wie bei Minecraft Bogenschießen. Genau. 33 Meter. Das wird immer schlechter. Meine beste Taktik, die Wing Dodo Taktik, einfach mit Gewalt, Digga. Ich fetze das Ding einfach weg. 34 Meter. Die erste war am besten, 36. So, Wadenzerrung oder Muskelfaserriss. Aber beim Werfen kommt es ja nicht auf das Bein drauf an. Ich habe mir jetzt Dodo seine Taktik angeschaut und habe gesehen, ich muss einfach gerade schmeißen und dann werde ich ihn besiegen. Gleichstand. Aber man merkt wirklich, Dodo hat recht, man muss echt aufpassen, die Schulter, die hat schon aufgeknackt. 35, glatt. Ja, Mann. 37 Meter. 37. Das ist der Sieg. Der erste Wurf wird reichen, mit Ansage. Oh, der war schlecht. 32 Meter, Digga. 1 Meter. 36 Den Meter. Den raus, Digga. 2. 33. Das ist mein Sieg. Ich hab's gewusst. Und was für Babic, Digga? Du hast ihn ganz vergessen. Ihr habt ihn beide ganz vergessen. Ihr habt Big Fella vergessen, Jungs. Regie hat gerade durchgegeben, dass wir einen kleinen Fehler beim Start gemacht haben. Und zwar haben wir quasi bei minus 5 Meter angefangen. Das heißt, jeder Werfer bekommt jetzt nochmal 5 Meter oben drauf. Trotzdem hat Kevin dann gewonnen. Der, noch nicht. Babic ist ja noch dran. Ah, stimmt. Oder? Ja, ich schon wieder vergessen. Ja, schon wieder 50er. Trotzdem liegt Kevin dann in Führung. Obergrenze ist jetzt bei 42. Ne? Genau. Leute, falls ihr so eine Sport-Challenge feiert, schreibt mir Hashtag Sport-Challenge in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Mich persönlich würde das extrem freuen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Challenge. Schwing ihn, schwing ihn. Mach den Schwinger, den Chicken Wing. Der Druck ist hoch. Ich bin aufgeregt. Meinst du, es geht mit deinem Mini-Minus-Arm, Digga? Guck mal, ist okay? Ist okay. Okay. Bereit? Jetzt die Ansage. Boom! 5 Meter oder so, er hat gegen den Boden geworfen. Er wollte den Boden kaputt werfen, Digga. Okay, zweiter Versuch. Vielleicht kommt er jetzt über 5 Meter. Der Winkel ist entscheidend. Ja, genau. So wie deine 0 Meter gerade eben.
Wow! 35,2! Ach nee! Ah doch! Hä? Dann ist er am schlechtesten bis jetzt. Wenn er hier über diese Linie wirft, hat er gewonnen. Vor Babits Unfähigkeit nehmen wir jetzt auch den letzten Wurf mit. Aber schmeiß mir nicht ab jetzt, ne? Ah, 40 waren das. 40 Meter! Und das ist der Sieg! 2 Meter. Hab's euch gesagt. 2 Meter unter. Der erste Wurf, der hat's gemacht. Das war gar nicht der erste Wurf, ne? Der erste Wurf, der erste Muskel, der erste Sieg. Und ich hätte dich auch geschlagen, hätte ich nicht mich verletzt. Ja, Spaß, ist alles in Ordnung. Okay, wir geben ihm einen extra Punkt. Weil beim ersten hat der Boden ihn abgelenkt. Der Boden hat ihn richtig sauer gemacht, der wollte ihn kaputt werfen. Deswegen ein Versuch extra noch. Oh, ne. Er hat schon geworfen, ich habe nicht gefilmt. 39! So Leute, wo vorbei? Was sagt ihr? Ja, bei mir wäre mehr gegangen, aber... Das war echt müde, Mann, ohne Scheiß. Dazu muss man aber auch sagen, Leute, wir hatten jetzt hier so einen kleinen Piss-Tennisball und der wiegt ja nur 50 Gramm. Ich habe es gerade eben nochmal gegoogelt und der normale Schlagwurf, so nennt sich das bei den Bundesjugendspielen, hat 200 Gramm. Aber wir haben auf die Schnelle nicht so einen Ball gefunden, deswegen müssen wir jetzt das Beste draus machen und das ungefähr anteilig berechnen, also die Punktzahl. Aber eins steht fest, ich bin der verdiente Sieger. Gönnen wir dir. Ich glaube, ich nutze jetzt die Aerodynamik meiner Hüften und werde ungefähr 4 Meter weit springen. So meine Prognose. Ich mache jetzt den Känguru. 8 Meter. 8 Meter? 1000 Euro, wenn du 8 Meter springst. Becken reicht. Let's go. Nächste Disziplin. Weitsprung. Beim Sprung haben wir jetzt hier die Hütchen abgelegt. 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter. Damit wir so einen ungefähren Richtwert haben. Fliegt dann so, ne? So. 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 Ist noch drauf dann, wenn ich hier lande. 4 Meter, 3,90 Meter. Ich sag euch Leute, der Junge muss ein bisschen weniger Blischinkis essen, Digga. Guter Start, schneller Antritt. 3,60 Meter. Leute, wir nehmen nämlich immer den hintersten Punkt. Babic hinterlässt da ja mal so einen Krater, aber es waren ungefähr 3,60 Meter. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel das war. Ja, und übergetreten. Ich hab andere Qualitäten im Leben, Jungs. Alles gut. Hier sehen Sie Fitness-Oskar aus Bydgoszcz, Polen. Erstklassiger Start. Digga, ganz wie ein Geisteskranker einfach. Auf jeden Fall vor Babic. Die hat 4 Meter, würde ich sagen. Der Sand in der Ritze. Wollt ihr ihn hier genießen oder mitnehmen? Ein solider 4-Meter-Sprung. Oskar liegt in Führung. Der zweite Versuch. Er ist bereit. Wow. 93, ja. Der letzte Versuch. Auf 4 Meter, aber übergetreten. Hab ich gesehen, direkt schon mit Auge. Mann, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man da abhebt, Digga. Ich bin Wing Blackman Airlines. Ich habe meine Eltern damals schon von Ghana hier nach Deutschland geflogen, indem ich einfach gesprungen bin, Alter. Das Ding ist, was die anderen falsch gemacht haben, was ich jetzt besser machen werde, ist einfach mehr Anlauf. Weil man muss erstmal in Fahrt kommen. Zumindest ich mit meinen Hüften. Ich zeige euch die kurz hier. Zack, die sind weg. Die sind vorhanden. Und man muss beim Weitsprung einfach mehr Anlauf haben, damit man die Geschwindigkeit, ne? Man muss die Flugkraft in Sprungkraft übertragen, Digga. Das ist Physik. Bro, mehr ist nicht immer mehr. Er macht sich bereit. Guter Start. Das ist auf jeden Fall der Sieg. Das sieht man schon. Der erste Sprung wird jetzt hier anscheinend von den anderen Jungs als Übertritt gewertet, weil die einfach Angst haben. Die wollen nicht, dass ich gewinne. Die gönnen nicht. Aber ist okay, kein Problem. Dann mache ich jetzt den zweiten Sprung und der wird einfach noch besser als der erste. Das war so ein Übertritt. Aber habt ihr gesehen, Jungs, wie bei Eurosport, Digga? Das nützt ja nichts. Wenn du noch einen Übertritt hast, habe ich wohl gewonnen. Und jetzt geht es um den Sieg oder die Niederlage. Was ein bisschen peinlich ist, Digga, es gucken so viele Leute zu. Und die denken sich, was ist das für ein... Stadion ist voll, wie ihr sehen könnt. Penner, der jetzt hier auf Leichtathleten macht, Digga. Hier kannst du mal die GoPro aus meiner Fresse legen. Gültig, aber nicht weit genug, ne? Das wird eng. Das wird ganz, ganz eng. Letzte Disziplin für heute. 1000 Meter Sprint. Das ist meine Paradedisziplin, also Kondition. Boah, ich bin früher Marathons gelaufen. Das Ding ist... Zu Meckes, ne? Bevor ich in Deutschland war, das wissen ja viele nicht, da war das so, wir waren in so einem Löwenreservoir. Und da war das immer so Antilope. Das war Essen von Löwe und von uns. Und dann haben die mir gesagt, Dodo, geh mal Essen holen und so. Weihnachten, wir brauchen Baba Fleisch und so. Und meinte, ja, kein Problem. Ich bin gejagt und ich habe die Antilope gekriegt. Aber dann waren die Löwen da und ich bin gerannt und gerannt. Und irgendwann meinte Löwe, scheiße, Digga, ich habe Krampf. Ja, deswegen, das ist aus Löwenfell gemacht.
Deswegen ist das auch orange. Erster Link in der Videobeschreibung. Zubschlag am Start. Wer? Mein Shirt. Wer das wissen will. Dann liegt es wohl jetzt an uns beiden, Mann. Ja, Mann. Wir sind von Übung zu Übung immer weniger geworden und Babic hat nachher noch Footballtraining. Deswegen müssen wir ihn ein bisschen schonen. Ja, Mann, 1000 Meter Sprint. Was meinst du? Ich glaube, da bin ich besser, weil du hast so viel Muskelmasse mit dir rumzuschleppen. Deine Ausdauer wird gegen Ende echt verkacken und dann... Ich glaube das auch, Mann. Ich habe mir nämlich schon die Zeiten angeguckt und ich glaube, ich muss nur schneller sein als 7 Minuten und 40 Sekunden auf 1000 Meter, damit ich 2 Punkte bekomme. Okay. Das ist mein Anspruch. Wie viele Punkte gibt es, Max? Maximal gibt es 821 Punkte, wenn man das in 2 Minuten 21 schafft, Digga. Ein Kilometer in 2 Minuten 21. Okay. Digga, das sind 2,5 Runden einfach. Richtig heftig. Nur geht der bessere Gewinn, Digga. Ja. Laufen, meine Paradedisziplin, genau nicht. Ich habe ihn nicht mehr gekriegt, Leute. Am Ende noch mal Gas gegeben. Falsch eingeschätzt. Hat er gut gemacht. Aber er ist tot. Nur weil das dein Video ist, Digga, wolltest du dich nicht blamieren. Ich kann nicht mehr. Digga, schade, dass ich nicht hier ein bisschen länger war. 100 Meter hätte ich noch gebraucht, dann hätte ich ihn gehabt. So, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich blende euch mal hier alle Platzierungen ein. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr in Zukunft Bock habt auf weitere Sportchallenges, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Hashtag Sportchallenge. Danke an die Jungs, die am Start waren. Kevin, Oscar und Babic. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Hier haben wir noch ein geiles Video für Oscar gedreht. Da könnt ihr es auch unbedingt nochmal abchecken. Für Kevin haben wir auch ein geiles Video gedreht. Und Babic, er ist einfach Footballer. Also wer nicht ins Stadion kommt, Pamuk Siedlerwitz, der kriegt aufs Maul. Spaß. Haut rein, Leute.